Der Crash ist vorbei. Das ist natürlich eine gewagte These. Aber Leute, hey, werdet wach. Keiner weiß, ob der nächste Trade ein Gewinner oder ob der ein Verlierer wird. Und zwar niemals. Wichtig aber ist, dass der nächste Trade, den wir eingehen, dass der ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis hat. Und wenn Sie bei jedem Trade, wenn Sie bei jeder Aktie, die Sie kaufen, genau darauf achten, auf ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, dann werden Sie auf lange Sicht an der Börse Geld verdienen. Und jetzt zeige ich Ihnen, warum und wo wir aktuell ein wirklich gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben. Wir gucken uns den gewohnten S&P 500 an. Und jetzt ganz wichtig, Leute, schaut euch mal von mir das Video vom 31.07.2022 an. Börse aktuell, die Wirtschaft am Abgrund, so der Titel. Damals haben wir schon das Szenario angesprochen, was wir im Grunde gerade aufbauen. Damals waren wir hier am Hoch. So, und da haben wir gesagt, Achtung, der Markt ist jetzt erstmal kurzfristig, ein gutes Stück gelaufen, ne? Der ist überkauft. Und wir haben verschiedene Szenarien aufgestellt. Und ein Szenario war, wenn wir von diesem Hoch zurücklaufen und ein neues Tief ausbilden, dann müssen wir ganz dringend auf den Markt schauen, weil das hier unten ein Kaufniveau ist. Ich habe damals gesagt, hier, dieses Verlaufstief, was wir hier gesehen haben, das wird wahrscheinlich nochmal leicht unterschritten, denn die eigentliche Unterstützung 3,5, 3,6 war ein bisschen tiefer. So, und jetzt ist das Szenario gekommen. Wir sind von 4,3 bam nach unten gelaufen oder von hier 4,150. Innerhalb kürzester Zeit haben wir das Verlaufstief erreicht. Wir haben es leicht unterschritten. Wir haben die Unterstützung angelaufen. Es gab eine erste Gegenbewegung. So, optimal wäre es gewesen, wenn wir direkt wieder durchziehen, so eine V-Formation. Aber die Börse ist kein Wunschkonzert. Wir haben jetzt, die letzten Tage waren schwierig. Da habe ich mich ein bisschen aus dem Markt zurückgehalten. Da stand der Markt tatsächlich auf der Kippe. So, und so ein Unterstützungsniveau, das ist immer ein Sprungbrett. Da wird mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Bewegung entstehen, in die eine oder in die andere Richtung. Und in den letzten Tagen war es tatsächlich schwierig. So, und gestern hatten die Verkäufer die Chance, nach unten durchzurauschen. Diese Kerze, die wir hier sehen, mit dem hohen Handelsvolumen, das heißt, gestern war richtig Musik im Markt, diese Kerze war mal knallrot, es sah schlecht aus. Viele werden hier wahrscheinlich geschortet haben. Hier sind wahrscheinlich auch einige Stops gerissen worden von den Tiefs hier. So, und von der Unterstützung, die leicht minimal unterschritten wurde. Zum Handelsschluss hin haben sich die Käufer aber ein Herz gefasst und haben gesagt, ha, wunderbar, alle, die da unten geschortet haben, hey, herzlichen Dank, die dort verkauft haben, denen haben wir die Aktien abgekauft und jetzt treiben wir den Markt nach oben. Und dafür braucht man Kapital. Und das zeigt sich im Handelsvolumen. Das Volumen ist das Blut des Marktes. Ohne Volumen geht es nicht. Volumen ist das Treibstoff. So. Und da jetzt die Shortseller an den Hammelbein gepackt wurden und alle, die hier verkauft haben, die sind unter Wasser. Das sind Trap Traders, die sind gefangen hier unten in ihren Short-Positionen. Und je schneller jetzt der Markt ansteigt, desto ja, größer ist die Angst, beziehungsweise desto schneller müssen sie ihre Position auflösen. Fällt der Markt noch ein Stück, ist es auch nicht schlimm, denn diejenigen, die geschortet haben, die werden wahrscheinlich ihre Position auflösen, ihre Short-Position. Das heißt, sie treten als Käufer in den Markt auf. Ich erwarte, dass wir von dem aktuellen Niveau wieder in Richtung der letzten Hochs laufen. 4,150 bis 4,300. Und wenn wir uns anschauen, so vom aktuellen Kursniveau her, und dann müssen wir gucken, wo wird der Stop-Loss gesetzt? Oder was wollen wir nicht mehr sehen? Wann wird das Szenario hinfällig? Und das wird sehr wahrscheinlich hinfällig, wenn wir ein neues Tief machen. Denn jetzt haben ja die Käufer schon gezeigt, hey, los geht's. Und wir erwarten schnelle Anschlusskäufer. Und wenn das nicht kommt, dann ist das Szenario hinfällig. Also, bei Kursen unter 3,5 müssen wir aus dem Markt wieder aussteigen. Das heißt, das hier ist so unser Risiko, was wir aktuell haben. Wenn wir schon tiefer eingestiegen wären, dann wäre das Chance-Risiko-Verhältnis natürlich noch deutlich besser. Wenn man hier einfach eingestiegen wäre, den Stop-Loss, so wie wir ihn jetzt haben, das wäre wunderbar, hätte man gestern kurz geschwitzt, aber das Chance-Risiko-Verhältnis wäre deutlich besser. Aber auch aktuell ist das Verhältnis noch gut. Wenn wir schauen, das ist unser Risiko, hier in Rot, und bam, 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 unser Kursziel irgendwo hier oben, das sagen wir, angenommen, wir haben ein 10.000 Euro Konto oder 10.000 Dollar,
Wir riskieren 1% davon. Das heißt, wenn der Trade schief geht, verlieren wir 100 Dollar. So, und geht er auf, so wie geplant, dass wir in Richtung 4,150, 4,3 laufen, so, dann gewinnen wir, das ist unser Risiko, 100, 100 nach oben, nochmal 100 nach oben, das heißt, so 250, 300 US-Dollar oder Euro können wir hier bei dem Trade gewinnen. Vielleicht gibt es ja sogar noch mehr, ne? Vielleicht sehen wir sogar neue Allzeithochs, das wissen wir aber nicht und wir rechnen eher immer damit, was wahrscheinlich ist. Und wahrscheinlich ist erstmal, dass wir hier oben anlaufen und dann, wie hier im Blau dargestellt, ein bisschen Seitwärtsbewegung sehen oder Abwärtsbewegung wieder. Was ich neben dem knallroten Szenario natürlich auch nicht sehen möchte, was aber auch sein kann, und darauf müssen wir achten, keiner von uns hat eine Glaskugel. Wir müssen schauen, was passiert als nächstes. Wir erwarten Dynamik. Hey, wunderbar. Aber was ist denn, wenn der Markt nur seitwärts läuft? Wenn wir vielleicht maximal bis 3.800 Punkte nach oben kommen und dann wieder so in Richtung 3.7 laufen oder 3.650. Ah, das wollen wir nicht sehen. Dann tritt hier das gelbe Szenario in Kraft. Und das wäre ein schlechtes Zeichen. Denn dann haben die Käufer doch nicht die Stärke, die wir erwartet haben. Und aus diesem Grund, wenn wir sowas sehen, ja, dann räumen wir irgendwann das Feld und sagen, okay, es ist nicht so gekommen, wie erwartet. Dann steigen wir plus, minus, null, kleines, plus, kleines, minus, steigen wir aus der Position aus. Das ist Trade Management. Wir müssen einfach gucken, was in der Zukunft passiert. Ein schneller Blick auf den Nasdaq. Auch hier das letzte Verlaufstief. Die Unterstützung wurden gestern leicht unterschritten. Erhöhtes Handelsvolumen. Da war Musik im Markt, ne? Kräfte, die sich aufgerieben haben, Käufer, Verkäufer, die miteinander gerungen haben. Die Käufer haben sich durchgesetzt. Jetzt müssen sie aber zeigen, dass weiter Käufer in den Markt kommen. Und auch hier einfach eine gute Chance, bam, dass wir wieder in Richtung 13.000 anziehen. Dow Jones, Blue Chips, auch hier gleiches Bild. Es wäre optimal gewesen, ich hatte es hier schon eingezeichnet, ne? Testen der Unterstützung, bam, schnelle Gegenbewegung, ah, das wäre wunderbar. Aber das Niveau wurde nochmal angetestet. Leider kein neues Tief. Stops, die hier drunter lagen, wurden leider nicht gerissen. Schade, aber die Käufer kommen in den Markt. Hohes Handelsvolumen, gute Chance, dass wir auch hier wieder anziehen. So, jetzt der Blick auf den DAX, der ist ja ein bisschen schwieriger. Im DAX habe ich zuletzt einen Fehltrade hinnehmen müssen. Und auch das ist ganz normal. Wir haben hier den Ausbruch nach unten gesehen. Ich war bärisch eingestimmt. Ich habe gedacht, oh, ne, politische Rahmenbedingungen, spricht ja alles dafür, dass die Märkte fallen. Aber der Chart, Käufe und Verkäufe, die geben die Richtung vor, sonst nichts. Die Reaktion, wie die Marktteilnehmer auf bestimmte Nachrichten reagieren, das zeigt es uns an. Und da war kein Verkaufsdruck zu spüren, beziehungsweise kurz gesehen, mein Ziel 10.000, ne, war weit von weg, und dann haben wir über 12.600 Punkten geschlossen. Da habe ich gesagt, das ist mein Stop-Loss, wenn wir zurück in die vorherige Range laufen. Wenn nicht das eintritt, was ich erwarte, dann steige ich erstmal aus der Position aus und gucke, was passiert. Ich kann ja später wieder neu einsteigen, aber ich muss dann die Lage erstmal neu sondieren, neuen Plan machen. So, und mein Plan war, okay, hier aussteigen, habe ich gemacht, kalkulierter Verlust realisiert. So, und jetzt, da haben wir die Chance auf ein Fehlausbruchsszenario. Fehlausbruch heißt kurzer Dip nach unten und dann bam, raketenartig nach oben. Naja, so richtig raketenartig sieht es momentan auch nicht mehr aus. Wir haben so gerade eben noch hier das Niveau, wo ich gesagt habe, na, das ist die letzte Haltelinie, haben wir gerade eben noch per Tagesschlusskursbasis haben wir es gehalten. So, auch im DAX gute Chance, mal wenigstens wieder in Richtung 13.600 bis 14.000 Punkte anzusteigen. Weiteres Potenzial durchaus möglich. 14,8, da ist dann aber erstmal wieder Ende. Also, Fazit, was nehmen Sie mit? Die Märkte sind bereits ein gutes Stück gelaufen, gefallen, nach unten gelaufen. So, der Verkaufsdruck, der scheint momentan nachzulassen. Und damit haben wir eine gute Chance, dass wir eine Gegenbewegung sehen. Ne? Wenn die Verkäufer schwächeln, dann übernehmen die Käufer das Ruder und schieben den Markt nach oben. Jetzt müssen wir aber natürlich gucken, was passiert weiter? Haben wir den nächsten Hype, ne? Sehen wir neue Allzeithochs? Oder wird die Aufwärtsbewegung, die sich gerade, ne, so im Keim zeigt, wird die direkt wieder erstickt? Wir wissen es nicht. Wir können nur darauf reagieren, was uns der Markt als nächstes sagt. Und das ist eben wichtig, dass man lernt, den Markt zu lesen. Denn keiner hat die Glaskugel und kann sagen,
Der Markt wird zu 100% steigen oder fallen. Wir können uns nur den Markt anschauen, rauslesen, sind die Käufer stärker, sind die Verkäufer stärker, wann wendet sich das Blatt, an welchem Punkt macht es Sinn, in einen Markt einzusteigen, und da nochmal der Blick auf den S&P 500. Wir brauchen ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Wenn ihr darauf achtet, dann könnt ihr an der Börse gar nicht so viele Fehler machen. Und wenn ihr richtig lernen wollt, den Markt zu lesen, Trading-Ideen daraus abzuleiten, regelmäßig an der Börse Geld zu verdienen, aber auch natürlich Verluste zu akzeptieren, denn ohne die geht es einfach nicht. Trading ist ein hartes Business, da kriegt man nichts geschenkt, aber es lohnt sich, das Ganze zu lernen. Tragt euch bei mir für ein Strategiegespräch ein und dann gucken wir mal, ob ich euch weiterhelfen kann.